Ich habe mal auf YouTube, ich glaube der Kanal heißt Wise News, eine Dokumentation über einen Trapper mit seiner Frau, Heimo Kors heißt dieser Mann, gesehen. Und die sind jagen gegangen und so auf cool. Und der hatte zum Beispiel ein Baschnell-Fernglas. Und weil ich mir das 100-mal angeschaut habe, als mein Erstgeborener noch ganz klein war und ich nicht raus konnte, so wie jetzt momentan, weil die Drittgeborene ganz klein ist, aber egal. Und da hatte ich immer Sehnsucht danach, auch so etwas zu haben und damit herumzuschauen und in der Natur herumzumarschieren. Und jetzt habe ich seit 1,5 Jahren so ein Teil. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Baschnell. Das ist ein 10x42 Glas. USA, zumindest die Marke ist aus USA, ob das wirklich in den USA gebaut wurde, ich weiß es nicht. Aber ich habe es auf Amazon gecheckt, wir haben mittlerweile keine Ferngläser mehr. Wir haben noch ein Monokular, glaube ich, im Shop, aber Ferngläser, die gehen bei uns einfach nicht so gut. Und daher, ja, kaufe ich auf Amazon ein, soll so sein. Das Ding ist, doch ein Bröckerl, ist wasserdicht und das ist es auch wirklich. Es ist momentan total verschmiert, weil meine Kinder auch immer, weil die mich immer beim Schauen sehen. Jetzt machen die das nach, ist ja ganz klar. Auf jeden Fall, das Ding ist gut, aber ich muss eins gleich dazu sagen, mir ist es einfach zu schwer, um es mobil dabei zu haben. Das habe ich einfach am Platz oder wenn wir beobachten gehen, dann ist es gut. Aber jetzt mitnehmen, da wäre es mir einfach schwer. Hey, da steht jetzt, die Sonne scheint so drauf, da steht sogar China. Also das ist made in China. Also die Amerikaner sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das war jetzt gemein, aber musste sein. Diese Augenmuscheln für den Abstand, ich glaube, dass man das so nennt, die kann man einstellen. Das heißt, Brillenträger haben die Möglichkeit, die ganz nah zu haben, damit sie aufsetzen können. Und das kann man auch so ein bisschen einstellen. Also das lässt sich ja doch stufenlos einstellen. Ich fahre immer ganz nach außen und ja, der Augenabstand ist wirklich ideal, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt da auch was zum Umhängen und eine Tasche ist dabei und pff, alles wurscht. Dann gibt es solche Aufsätze hier, die man so noch runterfallen lassen kann. Und ich habe das erste Video, glaube ich, hier vor vielen, vielen Jahren zum Swarovski, ich weiß es nicht mehr welches es war, also ein sehr leichtes Glas, das extrem cool ist, was einer dann Tausender kostet und so. Und auch da ist es, dass diese Teile runterfallen. Das Presser, das ich vorgestellt habe, auch da fallen diese Teile runter. Und das ist hier genauso. Ich glaube, dass die Hersteller momentan noch nicht das Ideale gefunden haben. Ich würde ja, also wenn ich einfach so auch einmal was sagen dürfte, was ich jetzt einfach tue, dann würde ich da irgendwie so eine Rille mit einbauen, dass sich diese Klapperl nicht runterziehen. Das würde ich machen. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Nur der reine Schweine. So, auf jeden Fall lässt sich sehr leicht einstellen. Ja, also ich schaue jetzt einfach am Boden für nichts und wieder nichts. Ja. Wobei man auch Insekten damit beobachten kann, das geht wirklich sehr, sehr gut. Und du kannst mit dem Zeigefinger, Rechtshänder oder der Linkshänder mit der linken Hand, wirklich sehr fein einstellen und das ist eine coole Sache. Dann, wenn ich von oben drauf schaue, sieht man auch, dass diese kleinen Kreisel, die da drin sind, ist ein Optiker drin, ich kann es mal sagen lassen, aber ich weiß nicht, ob es wahr ist, kenne ich nicht aus, dann sind die schön scharf, sie sind nicht zackig und eckig und das sieht man auch dann beim Durchschauen, weil das, jetzt ist es wieder ganz nah gestellt, na warte mal ganz kurz, ich will jetzt schauen, ja, ich kann jetzt hier vierblättrige Kleeblätter suchen gehen, also du kannst wirklich auf diese Distanz jetzt da unten zum Boden wirklich ganz genau reinschauen und zum Insekten beobachten, jetzt wirklich, ich meine das echt ernst, geht das voll cool. Oder zum Schmetterling anschauen, geht das ursuper, dass du wirklich das Detail hast. Und ich habe mir auch mal sagen lassen, dass, bleiben wir gleich in Nordamerika bei den Trappern, weil das war ja das Intro, dass die sogar hergehen und wenn sie jetzt zum Beispiel einen Bär erlegt haben, dass die da auf ein paar Meter hingehen, also jetzt nicht ganz nah, sondern auf ein paar Meter hingehen und schauen, ob der noch atmet. Und auch bei einem Elch, also lauter Tiere, die, wenn sie nicht richtig erlegt sind, dir doch ein bisschen wehtun können. Und das heißt, auch auf nahe Distanz geht das sehr, sehr gut. Die Wasserdichtheit habe ich ausprobiert. Warum? Weil ich sie draußen liegen habe lassen und anregnen habe lassen. Macht überhaupt nichts, ist überhaupt gerade immer nichts eingedrungen. Und auch nicht irgendwie innen, also dass jetzt nicht das Wasser da drin steht, das habe ich schon nicht erwartet, aber dass vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten drinnen sind und eine Kondenswasserbildung,
Überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Lässt sich sehr gut halten, hat auch wirklich sehr, sehr schönen Grip durch diese Fischhaut hier. Und ich glaube ja persönlich, dass dieses Teil eher was für den Wassersport ist, denke ich mir. Oder irre ich mich, aber das Ding ist halt einfach schwer. Und mir wäre es, weil ich ja so auch Leichtgewichtsfanatiker bin, nicht was mich betrifft. Ja, nicht was mich betrifft, das nicht, aber die Dinge, die ich mit mir nehme, wäre mir das einfach zu schwer. Klar, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel Jagd, ja, man fährt wohin mit dem Auto und geht dann 500 Meter und stellt dann dort das Ding ab auf dem Hochstand oder Bodenstand oder sowas, dann ja, warum nicht, ja? Nur zum Wandern, so zum Herummarschieren, da wäre es mir einfach schwer. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding haben wir sehr häufig im Einsatz, weil wir hier auf unserem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldurlaubert ist. Billige Eigenwerbung, so wie immer. Halt ganz viele Viecher haben und auch Vögel haben, die wir beobachten wollen. Also die Kinder sind auch ganz verrückt danach und schauen. Selbst die Kleine, die ist jetzt 1,5 Jahre alt, die hat so ein Billigsdorfer Miltec-Teil. Und mit dem geht sie auch herum. Kann noch nicht einmal gescheit reden, aber verkehrt durchschauen, das kann sie schon. Und schaut da auch durch, klar. Du brauchst deine Kinder nicht erziehen, weil sie machen da eh alles nach. Ja, genau so ist es. Haben wir das auch hier mit dem Fernglas. Ich kann es dir empfehlen, wenn du etwas Stationäres willst und nicht weit herumgehen willst und damit auch die Frage, ist Barschnell, auch wenn es aus China kommt, sinnvoll? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall gescheiter als irgendein No-Name Lulu-Gaga kaufen, denn da kann man wirklich einfahren, was ich ja schon einige Mal hier gezeigt habe. So, das war's jetzt. Hast du Barschnell? Was ist deine Meinung dazu? Und bist du auch traurig, so wie ich, dass das eigentlich aus der People's Republic China kommt? Obwohl, Made in USA, nein, haben sie nicht gesagt, aber suggeriert das Ganze. Daumen nach oben oder nach unten, ich gebe dir den Link zu dem Produkt auf Amazon, was ich hier habe. Geh auch in meinen Shop, vielleicht findest du da was, was keine Optik ist und dich trotzdem interessiert. Beste Grüße aus dem Buschkraftareal auf Waldhöl-Abertee, deine Reini Rossmann und ciao, ciao.